Ja, in dem Video und in den folgenden, die ich noch zusätzlich dazu produzieren werde, geht es also um das Thema energetische Betrachtung von chemischen Reaktionen. Ich habe drunter geschrieben, speziell in der organischen Chemie, weil es sich hier also nicht um Mittelstufenwissen handelt, sondern es geht also auf jeden Fall um ein Thema, das in der Oberstufe behandelt wird. Wir greifen natürlich auf Mittelstufenwissen zurück, betrachten auch nochmal exotherme und endotherme Reaktionen, was das bedeutet, aber dann geht es relativ schnell weiter weg. Ich werde neben diesen Einführungsvideos noch andere zu erweiternden Themen machen. Zum Beispiel das Thema Bestimmung von Reaktionsenthalpien, also Energien aufgrund der sogenannten Bindungsenergie. Und ein anderes Video zum Thema Satz von Hess. Vielleicht fällt mir also noch ein Thema ein und dann gibt es noch ein extra Video. Ja, zunächst mal generell betrachten wir einfach mal eine Reaktion hier jetzt. Es ist eine Reaktion, die ganz einfach ist, sehr unspektakulär. Aber wenn ich hier zu weißen Kupfersulfat Wasser dazugebe, dann findet eine Reaktion statt, nämlich es wird blau, also ich habe einen neuen Stoff. Und was man hier jetzt natürlich nicht sehen kann, ist, wenn ich ein Thermometer in dieses Gemisch reinhalte, dann stellt man eben fest, dass Energie frei wird, dass also eine exotherme Reaktion stattfindet. Exotherme Reaktion bedeutet nicht nur, dass Energie frei wird, sondern gleichzeitig auch, dass der Stoff vorher mehr Energie innen drin hatte, also in sich hatte, als er nachher hat. Mit anderen Worten, ich kann, wenn ich das Ganze also genauer betrachte, kann ich also hier zum Beispiel in ein Energiediagramm eintragen. Also am Anfang oben habe ich das weiße Kupfersulfat. Und nach der Reaktion habe ich dann eben das blaue Kupfersulfat. Also die Schriftdicke hat jetzt nichts zu bedeuten, sondern ich ändere es nur, dass es besser lesbar ist, hoffentlich. Kupfersulfat. So. Ja, das ist eine exotherme Reaktion. Das sollte soweit ja klar sein, denn es wird energiefrei. Jetzt gibt es für diese exotherme Reaktion noch eine andere Schreibweise. Ich habe jetzt zunächst mal, was in der Mittelstufe jetzt nicht üblich ist, hier Enthalpie dran geschrieben. Die Enthalpie wird auch mit dem Buchstaben H bezeichnet. Was ganz wichtig ist, obwohl ich hier so was Ähnliches wie eine Achse habe, es gibt nicht irgendwie eine Null. Das gibt es nicht. Denn man kann nie wirklich den Energieinhalt eines Stoffes bestimmen. Was man aber bestimmen kann, ist den Energieunterschied. Das heißt, ich kann sagen, wie groß ist denn der Unterschied hier zwischen diesen beiden Enthalpiewerten, also das Delta H. Delta steht ja immer für Unterschied. Und das heißt, ich kann hier Delta H bestimmen. So, und in diesem Fall, wenn ich jetzt sage, das ist sozusagen mein Energie- oder Enthalpiewert H1 und das ist H2, dann werde ich ja Delta H haben, also der Unterschied. Ja, wie macht man das üblicherweise? Meistens guckt man immer, was ist der Endwert und wie war er vorher. Also üblicherweise schreibt man dann, oder würde man rechnen, H2 minus H1, wie hat sich's geändert? Nur so mal übertragen, wenn ich sage, etwas hat sein Gewicht verändert. Vorher hat jemand 80 Kilo gewogen, dann hat er
5 Kilo abgenommen und wiegt 75, dann ist eben die Änderung minus 5, denn ich rechne 75 minus 80 wäre dann gleich minus 5, hat sich also verringert. Ne? So, und hier ist es eben genauso, mein H1 ist größer als H2, also wird dieses Ergebnis hier kleiner als 0 sein. So, das ist also immer bei exothermen Reaktionen, dass ich also sage, Delta H ist kleiner als 0. Jetzt ist es ja so, dass ich diese Reaktion, und die ist sehr einfach, dass ich die auch umkehren kann. Ich kann nämlich, indem ich dieses blaue Kupfersulfat einfach erwärme, das Wasser, was ja da drin enthalten ist, quasi wieder entfernen. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich ja im Prinzip nichts anderes als die Rückreaktion. Das heißt, ich habe natürlich wieder hier mein blaues Kupfersulfat. Warum habe ich eigentlich hier blaue? Blaues, weißes. So, und durch das Erwärmen wird Energie zugeführt und ich habe dann dementsprechend weißes Kupfersulfat. So. Und diese Reaktion, na, da ich Energie zuführen muss, dass sie passiert, ist das also eine endotherme Reaktion. Ist endotherm. Und was im Prinzip hier für die exotherme Reaktion gilt, ist genau das gleiche für die endotherme Reaktion, nur ist dann eben mein Delta H größer 0. Man kann sagen, das Delta H bezieht sich ja auf den Stoff. Das heißt, wie hat sich sein Enthalpiewert verändert? Er hat sich hier verringert, das heißt, es muss negativ sein. Hier hat sich sein Enthalpiewert erhöht, das heißt, es muss eben positiv sein. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man hier sagt Delta H. Delta H steht dabei nicht nur für den Unterschied an sich, sonst könnte ich ja sagen, naja, der Unterschied zwischen hier und hier und hier und hier ist ja genau der gleiche. Aber man betrachtet eben, wenn man hier sich um Enthalpien kümmert, immer auch das Vorzeichen, denn das spielt bei manchen Reaktionen eine wichtige Rolle, vor allem wenn ich mehrere Reaktionen hintereinander betrachte. So, das war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, bei dem man eben sieht, wenn die Hinreaktion exotherm ist, dann muss die Rückreaktion eben endotherm sein. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage, die ich für später öfters mal auch noch brauchen werde. So, ich betrachte nochmal eine andere Reaktion. Hier die Reaktion von Kupfer mit Schwefel. Die wird ja eigentlich immer in der Mittelstufe durchgeführt. Auch hier, das ist eine exotherme Reaktion. Ich habe hier ein kleines Bild, da sieht man das Kupferstück, nachdem es erwärmt wurde und mit dem gasförmigen Schwefel in Kontakt kam. Das fängt an zu glühen. Das heißt, es gibt eben Energie ab. Das heißt, die Reaktion ist exotherm. Auch hier wieder. Vorher die Stoffe, in diesem Fall Kupfer und Schwefel. Haben mehr Energie als das Reaktionsprodukt, das Kupfersulfat. So, das ist jetzt eine ganz vereinfachte Darstellung. Tatsächlich müsste ich ja eigentlich das Ganze so machen, denn ich muss ja erstmal Aktivierungsenergie dazugeben und erst dann wird die Energie frei. Nichtsdestotrotz, der Unterschied, also mein Delta H, ist trotzdem nur dieses hier. Das ist immer noch mein Delta H. Dass ich da Aktivierungsenergie reinstecken muss, das spielt bei dieser Reaktion hier eben keine Rolle.
So, auch hier gilt, wenn ich die Reaktion umkehren will, dann ist es natürlich klar, muss ich, wenn ich aus dem Moment, wenn ich aus dem Kupfersulfat wieder Kupfer und Schwefel machen will, muss ich wieder Energie reinstecken. Ja, also das da war exotherm und das ist endotherm. So, dabei ist die Energiemenge, die ich hier aufbringen muss, um wieder Kupfer und Schwefel herzustellen, im Prinzip genau die gleiche, wie sie hier bei der exothermen Reaktion frei wird. Gleiche Richtung, also gleiche Menge, nur eben unterschiedlich. Ja? Also hier wäre eben Delta H kleiner 0, die Energie der Stoffe nimmt ab, und hier ist Delta H größer 0, die Energie der Stoffe nimmt eben zu. Ja, soweit das erste Video. Ich werde gleich noch ein weiteres erstellen, wo wir uns ein bisschen um verschiedene Enthalpiearten kümmern werden. Das heißt, es gibt eben außer eben allgemein eine Aussage Delta H, also die Enthalpieänderung für eine beliebige Reaktion, gibt es auch noch speziell festgelegte Enthalpieänderungsarten, mit denen ich mich gleich noch genauer beschäftigen werde, weil es eben wichtig ist.